Für einen richtigen Kölner war rechtsrheinisch früher nicht verpönt, aber gehörte lange nicht so dazu. Das sind zwei Welten gewesen, ne? Aber mittlerweile ist ja viel getan worden hier. Früher war das nicht so schön. Kann man sich gar nicht besser wünschen. Früher habe ich immer gesagt, um Gottes Willen, rechtsrheinisch, nee, niemals. Aber mit dem Alter wird man zugänglicher. An der Stegerwald-Siedlung ist eigentlich das Schöne, dass es eigentlich sehr ruhig hier ist und man hier auch wenig Stress hat. Hier lungert niemand auf der Straße rum und oder bettelt oder sowas. Das hat man hier nicht. In der Stegerwald-Siedlung ist man aber auch gleichzeitig ein bisschen abgeschnitten, weil der nächste Punkt, wo man wirklich einkaufen kann, ist der Wiener Platz in Mülheim. Das ist nicht so schön da. Da wird man mit dem Elend quasi hier unserer Rheinsalze schon öfter mal konfrontiert und das muss man nach der Arbeit nicht unbedingt noch haben. Es gibt so Spitznamen der Stegerwaldsiedlung und einer heißt Schlägerwaldsiedlung und der andere heißt Assiwaldsiedlung. Also wenn man das hier sieht, das ist auf jeden Fall nicht Assi und so viele Schläger konnte ich jetzt auch noch nicht auf der Straße sehen. Eigentlich ist es ganz schön hier. Wir wohnen seit 4 Jahren hier in Köln-Mülheim, direkt an der Mülheimer Brücke und sind vor 4 Jahren dann auch hierher gezogen von der Kölner Innenstadt aus der Friesenstraße, wo es wesentlich turbulenter war. Und hier in Mülheim ist alles wirklich sehr kinderfreundlich, viel Platz direkt am Rhein, ganz viel Entspannung. Da ist halt die Lage das Allerschönste. Gerade hier so in den benachbarten Wohnungen sind auch fast ausschließlich Familien mit Kindern oder die anderen sind dann ältere Leute, die ihren Ruhestand hier genießen möchten. Und alle tun auch sehr viel dafür, dass das hier schön bleibt und schöner wird.